Wie sollten wir leben und was sagen die Kirchen dazu? Wo stimmen sie überein, wo nicht und welche Themenfelder beschäftigen sie gerade besonders? Auf diese Fragen könnte man den moraltheologischen Fachkongress herunterbrechen, der gerade in Bamberg stattgefunden hat. Experten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum haben sich in der Otto-Friedrich-Universität getroffen mit klaren Zielen. Zum einen so etwas wie eine Positionsbestimmung. Wo steht denn eigentlich eine ökumenische Ethik, die Reflexion aus katholischer und protestantischer Perspektive auf Fragen der Ethik, wo steht die eigentlich heute? Und ein zweites Ziel ist natürlich dann, den Diskurs weiterzubringen und zu sagen, was kann denn damit passieren? Zum Auftakt spricht der Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm über radikale Liebe als Kern christlicher Ethik und Moral. In der Universitätsaula im Herzen der Bamberger Altstadt stellt er dabei auch fest, dass die strikte Unterteilung in katholische und evangelische Ethik im Sinne von Schwarz und Weiß wenig Sinn ergibt. Diese Typisierung, auf der einen Seite die sittliche Vernunfterkenntnis, auf der Moralphilosophie, auf der anderen Seite die biblische Ethik, hauen so heute nicht mehr hin. Sogar bei Themen, die vermeintlich am stärksten konfessionstrennend sind, wie der Ehe zwischen homosexuellen Männern und Frauen, sieht der Landesbischof keinen Graben zwischen katholisch und evangelisch. Auch hier muss man sagen, dass in Afrika auch lutherische Bischöfe ganz anders reden als in Amerika, Schweden oder vielleicht auch Deutschland. Also hier gibt es einen gewissen Pluralismus, der häufig viel stärker von den kulturellen und Erfahrungshintergründen geprägt ist als von der Konfession. Bambergs Erzbischof Ludwig Schick sieht genau wie sein evangelischer Amtskollege viele Übereinstimmungen der Konfessionen in ethischen Fragen. Dass es nach wie vor auch unterschiedliche Auffassungen gibt, sei aber gut und wichtig. Zum Beispiel, dass die evangelische Kirche und die evangelische Theologie immer stärker die Bibel und die einzelnen Aussagen der Schrift bei der Ethik, bei der Moral als Grundlage genommen hat. Die katholische Theologie ist sehr oft von der Philosophie, von der Anthropologie ausgegangen und hat die Vernunftgründe eingebracht. Und ich denke, dass sich das sehr gut ergänzt. Gerade in Zeiten zunehmender Säkularisation und weniger klar christlicher Wertevermittlung in der Erziehung müsse unbedingt an theologischer Ethik festgehalten werden. Und ich denke, gerade in unserer Zeit, wo Populismus wieder stärker wird, wo Nationalismen zunehmen, wo auch die Individualismen zunehmen, ist es ganz wichtig, die Sprache von Gott in das menschliche Bewusstsein zu bringen, damit der Horizont weit genug bleibt. Über die Weite dieses Horizonts verständigen sich die Moraltheologen beim Fachkongress in Bamberg. In der katholischen Fakultät der Otto-Friedrich-Universität stellt auch der Heidelberger Ethiktheologe Ernst Tanner klar, dass das Ziehen einer Trennlinie zwischen den Konfessionen wenig sinnvoll sei. Es gibt katholische Kollegen mit denen und Christen, mit denen verstehe ich mich brillant, und evangelische, da sage ich, oh Gott, da wird es mir ganz blümmerant, und umgekehrt. Was ich damit meine, es gibt andere Bruchlinien, wir haben die Konfessionskirchen, die sind aus institutionellen Gründen, steuerrechtlich und so weiter wichtig, aber es gibt sozusagen Querlaufen zu den etablierten Konfessionen, gibt es eben breite Bewegungen, alle konfessionsverschiedenen Ehen, in denen wird etwas gelebt, was in dieses konfessionelle Schema nicht mehr passt. Die Diskussionen der Wissenschaftler drehen sich auch um den Einfluss von religiöser Ethik auf alltägliche Lebenswelt. In politischen und gesellschaftlichen Gremien muss der Medizin- und Bioethiker Klaus Tanner komplexe theologische Überlegungen auf praktische Sachverhalte und Ratschläge herunterbrechen. Manchmal muss auch der Gottesbezug erst übersetzt werden. Da muss ich Gott nicht direkt erwähnen. Aber wenn ich der Überzeugung bin, dass die Zielrichtung Gottes das gute Leben ist und dass wir halbwegs vernünftig auch mit unseren Defiziten umgehen, dann ist es eine theologische Aufgabe für mich, an einer Verbesserung im Bereich der Medizin weiterzuarbeiten, damit Leute nicht qualvoll an Krankheiten sterben müssen. Da muss ich aber jetzt nicht sagen, Gott will, in so einem Kontext. Die Themen, an denen sich die Moraltheologie abarbeiten kann, werden scheinbar immer zahlreicher. Wenn es um Designerbabys, die Bekämpfung von Fluchtursachen oder die Verantwortung für Klima und Schöpfung geht, ist die Stimme christlicher Ethik wichtiger denn je.